Pink, meine Damen und Herren. Pink. Hi. Nice to see you again. Thank you. Pink. Hi. What an amazing Thank show. Thank you. Be careful. Hi. Pink. Hello. Hi, everyone. Maria, Nena, Heino, Helene, Hi. Karl. Hello. Und ganz außen Olaf Schubert. Woo! Hi. I'm out of breath. Muss erst mal Was durchatmen. Für ein großartiger Auftritt und die Frage, wie schafft man das auch Thank noch you. Live zu singen? Das war live gesungen. Das ist mir ein Rätsel, wie das geht. It's fun. Yeah, ja? It's hard, but it's fun. I'm still out of breath, Also, sie sagt, es war ein großer Spaß. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so ein großer Spaß war. Man muss unglaublich fit sein, um sowas zu können. Also so was abzuliefern an Vorstellungen, eigentlich wie eine Musical-Inszenierung, gleichzeitig dabei zu singen. Ja, jetzt aber auf jeden Fall. Das ist wirklich anstrengend, das stimmt. I mean, you're so excited, aber man ist so aufgeregt. Ja, es ist so wie morgens am Weihnachten. Ja, so fühlt man sich, wenn man auf der Bühne ist. Oh, guck mal. Ja, super. Gehen da auch persönliche Erfahrungen mit rein, dass man Männer gerne mal so in die Ecke schmeißen würde? Ja, ich wollte viele Leute in meinem Leben schon mal in die Ecke schmeißen, aber ich habe es eigentlich nie wirklich gemacht. Also nur liebenswürdig. Wie viel trainierst du pro Woche, um sowas so zu können? Mit denen gemeinsam. I worked on also this for about 3 weeks. Ich habe ungefähr 3 Wochen dafür trainiert, muss ich sagen. Bevor wir das erste Mal gemacht haben, vor einigen Wochen. Und das erste Mal, als wir es wirklich aufgeführt haben, war gestern. Ja, hier eigentlich. Aber ich meine, hallo, die Oberarme. Also beeindruckend, ne? Heino ist ehemaliger Kunstturner, der hat sowas auch, so Oberarme. Früher hatte ich auch so Schultern wie die Jungs. Beautiful. A long time ago. Und yeah. Helene ist ja auch jemand, der auf der Bühne alles Mögliche macht, eben nicht nur singen. Da hat man manchmal das Gefühl, um singen geht's auch, aber um ganz viel Akrobatik auch. Ja, ich liebe es genauso. Deswegen riesen Vorbild. Und, it's so fun. Das stimmt. Thank you. Das Danke macht wirklich dir. Spaß. Es gibt Danke. Ja. Karl, bist auch ein bisschen beeindruckt, ne? Habe ich das Gefühl. Ich muss da mal sagen, dass ich früher auch so aussah. Ja. Ja. Dann war die OP. Dann musste ich nach Casablanca. Okay. Great. Thank you. Olaf, bist du auch so ein Sportler? Machst du viel Sport? Nein, ich finde, Muskeln sind heutzutage überbewertet. Es gibt für alles Maschinen und Apparate. Ich habe mir meine Muskeln absaugen lassen. Also ja. Und das ist auch gelungen, wie man sieht. Ja. Meine Tochter beneidet mich jetzt gerade so wahnsinnig, dass ich hier Darf ich ein bisschen näher, ein bisschen Farbe abkratzen? Ja. Lisa, ich bringe sie mit nach Hause, die Farbe. Oh. I won't wash the next week. Genau, am Arm. Und was so schön war, gestern zu sehen, die kamen hier an und haben das geprobt. Sie saß auf dem Boden. Ich dachte, Moment, wer ist das? Da ist irgendjemand vergessen worden. Es war Pink, der einfach so auf dem Hallenboden hier rumsaß. Und dann kam plötzlich ein ganz kleines, zauberhaftes, süßes Mädchen. Deine Tochter. Yeah. Genau, sie ist hier, irgendwo da hinten. Ist sie hier? Ja. Oh ja, ja, sie ist da, sie ist da. Nimmst du sie immer mit auf Reisen, wenn du so lange und weit weg unterwegs bist? Yeah, everywhere. Ja, überall hin, immer. Joined at the hip. Ja, ich bin mit ihr zusammengewachsen, sozusagen. Ja, sie ist immer bei mir. Aber hat auch Talent irgendwie mitgekriegt. Ich habe das gestern gesehen, hinter der Bühne hat die richtig schon mitgemacht. Das sah nach Gangnam-Style aus, das war sehr, sehr gut. She's a ja, auf jeden Fall. Awesome. Sie macht das gerne, ja. Okay. Ja, morgens am Weihnachten, ja, so fühlt man sich, wenn man auf der Bühne Achtung. Ist. Oh, guck mal. Ja, super. Oh.